Leute, willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, Edain Mod, und wir starten gleich rein, bevor hier irgendwas schief geht. Kaputt geht. Nein, und da ist schon der Ursche raus. Ja, egal, dann stelle ich mal vor, wer heute mitspielt. Sven, Nausimo und Mr. Goliator sind bei mir im Team. Hallo. Maledil, hallo, Darkness, Johannes und Nekromant im Gegnerteam. Die sind schon ein Channel tiefer. Jetzt hoffe ich mal, dass er noch sein Team richtig auswählt. Er muss noch seine... Oh, ich glaube, er vergisst das Ding, oder? Jetzt, okay. Gut. Okay, also, alle ready? Gut, wunderbar. Johannes noch? Ja, Johannes noch? Johannes. Ja? Ah, jetzt ist mal Lady wieder raus. Ja, jetzt ist er auf bereit, ja. Ja, müssen wir noch kurz abwarten. Entschuldigt die kleine Verzögerung, aber manche Leute fliegen leider hier immer raus, das ist echt doof. So, jetzt alle auf bereit. Los, 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 los. Darkness, Timo. Es kann doch nicht immer einer fehlen. Nein. Jetzt. Ja, jetzt. Drück drauf. Ja, hab ich. Ja, es geht los. Let bei euch. Nein. Ja, ja. Wieder einer rausgeflogen. Nein. Oh. Also ich mache nochmal kurz die Aufnahme. Ah ne, die kann ich jetzt gerade gar nicht verändern, dann habe ich wahrscheinlich nachher wieder Probleme. Kannst du es cutten? Ja, das könnte ich schon machen. Also, so. Jetzt. Die müssen halt einfach die ganze Zeit reinschreiben. Ja, ich glaube, die sollten mal aufhören reinzuschreiben, wenn ich auf Spielen klicke. Ah, Spiel wird gestartet. Die machen, weil sonst werden sie Auto gekickt. Jawohl, ja, geil, stimmt, endlich, stimmt. Es geht los. Okay, also wir spielen Nandu Hyrion, die Achter-Map hier. Es wird spannend, es wird laggy, es wird alles. Ja. Ich kenne von Timo, ich habe mit Timo ein bisschen im Latris gespielt und deswegen weiß ich, dass wenn einer von uns... Oh, Mordor hat sich... Easy win, Jungs! Warum? Ach du Gott! Goliath, es muss nur einer von uns diese komische Bücherei bauen und die Sachen dort erforschen, weil, wie gesagt, ich habe mit, Timo ein bisschen gespielt. Genau, das zählt für beide, haben wir rausgefunden. Boah, ist das geil. Das ist ja geil. Yannick, wir spammen einfach. Wir halten die auf, bis die beiden eine Armee haben, dann kriegen die eh alles. Ist okay. Ja, das Gute, schade, dass ich nicht vorne bin. Als Mordor wäre das natürlich noch geschickter, dann könnte ich noch mehr spammen einfach. Ja, ich habe mich jetzt mal als Bauernopfer genommen hier. Vorne irgendwas finden. Ja, aber gut, das hätte ja auch keiner wissen können, also von dem her... Dann baue ich die Upgrades, okay, weil ich glaube, du bist da ganz vorne. So. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Das wird richtig laggy, Leute. Das sollen wir mal gucken, was die Gegner haben? Ich kann mal das Auge Saurons nehmen. Soll ich mal gucken, was die Gegner haben? Ja. Ja, mach das. Sobald ich jetzt hier gleich, Moment, hier das dieses Ding gebaut habe. Ne? Das wird echt ein Spaß. Ja, das stimmt. Freut euch, Leute, freut euch, ey. Wenn ihr echt schon, what the fuck? So ein bisschen. Also ich baue dann, die, Ich werde dann auch meinen Turm ausbessern. Dann. Ist, glaube ich, ganz gut, dass ich vorne stehe. Ja, das stimmt, ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, Sven, wenn du dann auch so ein bisschen deine Armbrustschützen rekrutierst und ich spam mit der Ork-Masse, okay? Ja. Also, ja, weil, klar, weil ich meine, dann kann ich meine Ausgaben senken und später dann mal irgendwann Trolle und so rekrutieren, ja. Genau, richtig. Ich stelle auf jeden Fall bei jedem Eingang erstmal eine Urukai ein. Ja, wunderbar. Am Anfang sind Trolle plus die normalen Orks richtig stark. Also bedenkt auch unten und oben gibt es jeweils einen zwei Vorposten und eine Siedlung, gell? Unten und oben am Maprand. Das ist ganz wichtig, ja. Also ich gucke jetzt mal. Also einer ist Zwerge. Okay. Einer unten ist Zwerg. Oh nein. Geh doch weg. Wer ist denn weiß von denen? Keine Ahnung, weil die ja nicht mehr fertig wurden mit, Dann haben wir einmal Mordor. Ja, das Mordor, okay, in der Mitte. Dann noch rechts und dann der vorne. Das wäre wichtig. Ja. Also, da ist ein Droll, ne? Da rechts ist ein Droll. Unten am Eingang. Da wird da oben wahrscheinlich auch einer sein, schätze ich mal. Nimmst du dir das da? Nochmal Mordor. Zweimal Mordor. Was, ja, das würde ich mir nehmen. Das ist schlecht. Zweimal Mordor, Leute. Okay. Ja, noch ist es nicht so schlimm. Also wir haben einmal Zwerg, zweimal Mordor, ich bin auf dem Weg. Gondor oder Rohan? Gondor.
Gondor. Ja, Gondor. Oh, okay, das wird hart. Oh, das wird richtig hart. Ich bin mal gespannt. Zwerge, zweimal Mordor und Gondor ist schon eine ziemlich harte Kombi, muss ich ehrlich sagen. Ja, nicht so easy win, gell? Also ich baue dann gleich mal die Bibliothek. Bau du lieber, geh du lieber auf Truppen und ich schalte dir das dann frei. Oder hast du die Bibliothek schon gebaut? Nö. Gut, dann baue ich die. Okay. Also dann, Bringt eine Schreibwerkstatt was? Bewegung! Was? Ach scheiße, ich kann ja erstmal nur. Schreibwerkstatt. Bringt ihr eigentlich was? Was ist denn das? Nee, lass. Also nur Schmiede. Ja, ich hab euch. Ja, klar. Ja, das, wenn du voll bist, dann das andere, würde ich sagen. Weil die Upgrades kosten halt echt eine Menge und. Ja. Hier, Janik, gönn dir noch den einen da, den einen Vorposten. Welchen? Der zwischen uns beiden liegt. Ah, okay, mach ich. Ansonsten könnten wir so langsam vorrücken, würde ich sagen. Ja. Also rechts ist ein Troll, da können wir ja erstmal ohne Speer nicht vorbei, aber ich guck mal, ich geh mal hier raus. Ich bin halt gerade am überlegen, ich glaube, also soll ich eigentlich eher das Waffenlager machen oder eher ein Tributposten? Lieber die Sache mit den Schicksalskräften oder lieber Belagerungswaffen und Einheiten-Upgrades senken? Mach lieber das. Echt? Weil... Ich weiß auch nie. Ja, mach doch lieber das, würde ich eher sagen. Aber eigentlich... hier, Vorposten, der Große, hier ist Gondor. Kommt mal ran, Jungs. Ui. Mordor auch rein. Ja. Ja, die wollen den Z direkt nehmen. Die wollen uns. Ja, die. Alter, die sind ja voll. Die sind voll dabei. Okay, 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 zurück. Versammeln, Jungs. Okay, kannst du am besten gleich deine Türme ausbauen hier? Ja, ja, klar. Hier, im Latris, stellt euch da hin. Mordor flank hier von rechts. Und wir halten den Posten. Ja. Wir müssen auf jeden Fall angreifen. Die dürfen nicht so nah an uns eine Festung bauen. Ja, ich flank hier von unten, ich komm. Ich brauche halt Imlatris hier gegen die Orks halt. Ja, ich komme. Ich habe jetzt eine Kirit Ungol Kaserne gebaut, dann kann ich ein bisschen bessere Orks rekrutieren. Oh, die haben da. Ich weiß nicht, ob wir das gebraucht hätten gegen mit Imlatris. Was? Ja. Ja, jemand braucht Belagerungswerk. Ach fuck, die haben das schon. Oh Mann, warum checken die nicht gerade die anderen, dass ich ihnen jetzt nicht mehr schreiben kann gerade? Muss den anderen irgendwann mal schreiben, wenn es mal kurz eine ruhigere Phase gibt. Ja, jetzt bin ich auch angeschrieben, jetzt geht's los. Ja, warum verstehen die das jetzt nicht? Ich habe gedacht, das ist jetzt klar, dass wir nicht mehr können. Also, Boden? Gut. Also ich glaube, das mit den Schicksalskräften ist gar nicht so schlecht. Ich meine, ich krieg Einheiten. Ich kenne mich bei Mordor zu wenig aus, das weißt du. Ja, nee, ich habe auch die Upgrades genommen. Also, wir brauchen. Werkstatt soll ich nicht bauen, oder? Ich bebaue welche. Ich bin am besten. Ja, das reicht schon, ja. Spam du erstmal Druck mit deinem Geld, weil ich baue jetzt gleich erstmal die ganzen militärischen Studien und sowas durch, damit wir halt Bogenschützen gehen können. Weil, ich brauche mal. Imlatris, gönn dir mal das Lager hier vorne. Welches? Das direkt neben uns ist. Ja, unten gibt's auch so ein Lager, das man bauen kann. Okay, Leute. Ja, oh, hier, direkt bei dem Vorposten. Oh, die bauen da einen Turm, die bauen den Turm. Ja, Rambok ist unterwegs. Gut. Und unten gibt's auch noch ein Lager, das man erobern könnte, gell? Ja, genau. Da, wo jetzt du mit deinem Ork stehst. Ja, soll ich das mal erobern? Ja, oder, ja, haut drauf. Ich nehme gleich beide unten, okay? Solange die frei sind. Übrigens, die beiden Elben sollten sich unbedingt oben auch kümmern, die Dinger oben zu erobern. Okay? Da können die halt nicht durch, ne? Aber ja, müssen wir machen. Vielleicht. Ja, aber da gibt's einen Durchgang von oben. Da muss man halt ein bisschen doof laufen, aber dann kommt man da hin. Ja, das mache ich gleich mal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich beide Vorposten hier unten erobern soll. Das ist doch ein bisschen teuer, glaube ich. Und vielleicht kann es auch relativ schnell zerstört werden. Nicht. Ich hätte jetzt nur den hinteren genommen. Ja, genau. Ja, den habe ich auch genommen. Bau den gleich direkt auf mit Fire-Endern. Ja. Ich baue auch gerade schon Waage. Gleich können wir Bogenschützen rekrutieren, okay? Rambok ist da, Jungs. Rambok ist da. Schütz mal meinen Rücken vom Rambok. Oh ja, das sind Orks auch. Aber Turm ist gleich im Arsch, gut. War relativ teuer für die. Ja, aber nur, dass die am Leben bleiben, das wäre ganz wichtig. Da ist schon der zweite unterwegs, aber trotzdem.
Das würde halt Gondor ziemlich schwächen. Ansonsten immer weiter rekrutieren, Jungs, ne? Also, ich überlege gerade echt, ob ich diese eine Kirit Ungol Kaserne nochmal abreißen soll, gell? Ich will gerade 3 Einheiten raus. Ja, sehr gut, sehr gut. Da nochmal eine. Ihr müsst da mal ein bisschen mehr killen, sonst komme ich mit der Ramme nicht durch. Wir brauchen da mehr Einheiten. Wo sind die Orks? Meine sind gerade richtig heftig am Sterben die ganze Zeit. Ich muss halt gerade auf 1000 sparen, damit der Zwerg kommt auch so langsam. Hast du da gerade Reiter rekrutiert? Wargreiter, das ist Barge. Gut. Das ist gut. Ja, und hinten sind Bogenschützen von denen. Ja. Zwergenbogenschützen, die sollten mal jemand erledigen. Du solltest ich kümmere mich drum. Rekrutieren können, oder? Ja. Sehr schön. Dann bauen wir welche, weil ich glaube, das wäre ganz gut. Also, wir brauchen halt einfach Imlatris-Truppen jetzt ganz schnell da. Einfach die billigsten, wir brauchen keine Waffenmeister oder so, einfach nur die Schwertkämpfer. Mach ich schon. Ja, und gleichzeitig versucht oben und unten das Ding zu erobern, ein bisschen, okay? Ich meine, ja, es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir die hier hinhalten können, ist das völlig ausreichend. Imlatris, bleib bei meinem Rambock. Bleib bei meinem Rambock. Welches Imlatris? Ja, keine Ahnung, wo soll ich denn das jetzt wissen, auf die Schnelle? Imlatris halt. Die kommt einfach durch. Oh ja, scheiße, Rambock tot wieder. Die sind sehr weit fortgeschritten schon. Okay, warum eigentlich? Versammeln wir uns bei meiner Festung und greifen dann gemeinsam an. Alle zurückziehen da. Zwerge haben hier unten Lager. Alles klar, Alter. Okay, versammeln, nicht angreifen jetzt auf eigene Haut. Am besten schon einen ersten Helden oder so vielleicht rausbringen. Weiß nicht. Boah, das sind so viele Truppen hier, gell? Ja, die ersten Helden, die lohnt sich immer. Also ja, ich würde eigentlich gerne mal Sauron rekrutieren, Leute. Aber ich habe gerade einfach keine Kohle dafür. Ja, zerstör am besten die Kaserne und gönn dir da nochmal. Ja, wobei, weißt du, diese Dings, diese einen Truppen, die ich da rekrutieren kann, sind schon gar nicht schlecht, gell? Wir kämpfen da eigentlich noch. Meine, ein paar Orks noch. Achso, okay. So ein paar, ja, die sind eh gleich tot, ja. Ja, ich bleib zurück. Ja. Ja, ich baue mal ein paar Waffen meist, okay? Die kosten eh gleich viel wie normale Schwertkämpfer. Ja, ja, klar. Ist okay. Ich habe jetzt hier auch Ambruschschützen kommen jetzt ran. Ich muss halt erstmal 1000 bezahlen, ne? Das ist halt immer kacke. Ich baue schon Belagerungsballisten. Okay, das ist gut, weil die haben da so viele Truppen auf einem Haufen. Wenn wir da mit unseren Ballisten reinschießen, dann verrecken wir. Deine Katapulte wären vielleicht auch ganz sinnvoll. Ja, das stimmt. Baue auf jeden Fall mehr Waffenlager in deiner Festung. Du kannst später noch deine anderen Dinger bauen. Ja. So, die kommen jetzt. Okay, greift an. Hier flankieren, Mordor. Ja, bin dabei. Ich kümmere mich um Bogenschützen und so weiter, wenn es möglich ist. Die bauen dann Brunnen. Ich versuche das zu kennen. Boah, unten kommt, steht richtig viel Mordor-Gedöns rum, gell? Oh Gott. Da steht richtig viel Gondor-Gedöns rum. Wie können die denn so viele Einheiten haben? Spam. Ja. Oh fuck, die haben auch Katapulte. Haben auf dieselbe Idee da. Ich kann vielleicht einen Katapult gleich besiegen. Wie sieht's bei unseren Elben aus? Gut. Super. Na komm, hier runtergelaufen. Das ist gut. Aber am besten irgendwo da in die Flanke von Gondor reinfallen, da hinten. Okay, das ist wichtiger, als hier die paar Orks anzugreifen. Okay, dann geh ich mal rum. Ja. Da sind die Zwerge da. Gut, gut. Das Gebäude ist gleich down. Ja, das ist gut. Also wirklich viel gebracht hat ihnen das jetzt nicht, gell, bisher. Eher mehr gekostet. Die haben jetzt einen Brunnen da stehen, ne? Das ist halt ja, okay, das so ist natürlich cool für die, aber ansonsten... Oh, aber die haben so viele Truppen. Ja, aber wir haben halt Imlatris, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das stimmt. Das ist halt... Das ist ganz normal, dass die im Vorteil sind. Ja, ich reiß die Kirit Ungol Kaserne nochmal ab. Zwerge kommen von der Seite. Oh, fuck. Die haben schon geschmiedete Klingen, gell? Aber ich schlage sie halt in der Mitte zurück. Mordor, zieh dich mal zurück. Ja, ich zieh mich zurück. Aber genau das ist das, was ich meine, wir müssen unten erobern, Leute. Wir müssen unten erobern, unbedingt.
Ich unterstütze ihn beim Armbrustschützen. Wer ist der Linke? Das ist... Ich bin der Obere. Du bist der Obere, ja, okay, ich unterstütze dich. Gut. Dann Mordor und hier Timo kümmert euch mal... Nee, Simon kümmert euch mal um Zwerge. Und wir halten hier oben. Hey, kannst du vielleicht erstmal auf die Ding schießen? Da unten... Ja. Auf Ding oh fuck. Ja. Leck. Boah, ist das okay. Intensiv hier. Ja, der war unten aber ein Lager. Ja, ich gebe mit meinen Ballisten hin. Oh fuck, rein. Das ist nicht gut, gell, dass die da das Lager gebaut haben. Das ist das, was ich meine, Leute, wir müssen die Lager oben und unten erobern. Definitiv, gell. Ganz wichtig. Da ist Bilbo, der mich tötet. Meine Bogenschützen jedenfalls. Nicht Bilbo, hier. Irgendeiner. Einer der Idioten. Wir müssen unten das Ding da, ja. Müssen wir erobern. Zurückerobern. Oder überhaupt mal erobern. Hier unten ist übrigens noch ein Lager, eine Siedlung. Einer von den Elben, ihr habt teure Einheiten. Unterer Elb, wer ist unterer Elb? Goliator, wunderbar, okay. Goliath. Nee, Goliator ist unterer Elb. Ich zerstöre die Türme. Von oh, die greifen gerade meine Siedlung unten an. Mit einer Einheit Orks. Ich schick mal selber eine noch Siedlung dazu. Unten? Ach da. Ja. Ja, du hast die auf Bogenschützen getrimmt, das ist okay. Ja, das ist gut, ja. Und auf Verteidigung und so auch. Ja, ich hab da relativ gute Combo drin, glaube ich, wenn da jetzt keine Kaff kommt. Geh da nicht hin mit den Bogenschützen. Goliator. Wieso? Ich hab dir gleich hingezogen. Seid ihr bereit? So, jetzt kann ich hier das Ding abreißen. Dann baue ich das neue. Meine Truppen plötzlich so. Nimm mal die Armbrust. Da kommt er. Ich muss mich zurückziehen mit meinen Ballisten. Mach die fertig. Okay, die haben Angst. Alle tot, ne? Okay, Achtung unten auf mit deinen Ballisten, nicht dass die zu weit vorstoßen, gell? Eine neue Horde aus. Ja, kümmert euch mal. Also, obwohl ich kann mich da hinstellen. Könnt ihr da mal gegenrennen? Wo? In der Mitte? Ja, bei meinen Ballisten. Also ich zieh meine Truppen unten mal kurz ab, gell? Ich laufe jetzt nach oben. Oh, ich muss mal kurz meinen Vorposten da retten. Versuchen zumindest. Oh, kannst du damit deinen... Ah ja, wobei deine Ballisten sind da drüben auch beschäftigt. Leute, wir müssen unbedingt Map Control herstellen, gell? Ja, unbedingt. Ja, ich fang oben gerade an. Das ist wichtig. Oben mal und unten müssen wir das Ding erobern. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir brauchen auch Vorposten und so weiter. Weil hier geht's echt um... Das ist deren Tor. Ach, fuck. Ich kümmere mich drum. Unten können wir jetzt vorrücken. Goliator, wir können los. Obwohl, nee, ich kann von hier drauf schießen. Ja, okay, wir bleiben einfach stehen. Ja, wir warten einfach hier. Nein, die zerstören mir gleich das Ding. Ja, mein Vorposten wird gleich zerstört. Ich hab die riesige Ork-Gruppe nicht gesehen hier unten. Ah. Ist nicht so schlimm. Ja gut, ich hab den aber immerhin abgegradet zweimal, gell? Ja. Hauptsache oben, der Elb bricht durch. Also schafft er den Vorposten nicht. Oh fuck. Dieser scheiß Fickturm, ne? Der muss unbedingt weg. Ich hab Lords, das ist gut. Pass auf mit den Wagen, da sind Dinge. Ja, ich hab gerade nicht so ein Merkmal. Die ziehen sich zurück, vorrücken. Ich weiß nicht, was da an Orks Deinsel sind und was nicht. Oh, Achtung, ja, Goliator! Nee. Goliator, Achtung! Ne, der zieht sich nicht so wirklich zurück, der besiegt meine Armee. Ah, wir müssen den verdammten Brunnen dort killen. Ja. Das war mein übrigens Ding, ne? Lass die nicht entkommen! Fuck. Achtung, Mordor kommt da wegen deinen Ballisten. Ja. Und der hat selber auch ein Katapult, mit dem er auf die schießt da. Aber unten haben wir die besiegt, oder? Das sieht doch gut aus. Ich dachte, dass du dich oben zurückziehst. Ja, ich muss mich zurückziehen.
Du hast ja auch keine Einheit mehr. Außer Bogenschützen. Ja, die Bogenschützen kosten 500. Ja, dann, aber mit Bogenschützen geht man ja auch nicht in der ersten Reihe, also. Ja, ich hab das halt nicht gesehen. Fuck. Achso, ja. Oh ja, zerstör mal unten das Ding, Goliath. Oh. Das wäre wichtig. Ja, ich bin unterwegs, ich mach das schon. Also Sauron ist jetzt da. Ich muss dann ab und zu was sagen, ne, wenn meine Dinger nicht schießen oder so. Ich bin da unten nicht so aktiv. Die schießen die ganze Zeit schon. Okay, gut. Der Brunnen ist weg. Oh, Gott sei Dank. Gut. Der Brunnen ist weg, Jungs. Ja, ich komm. Sind das deine Orks da, Panik? Oh, nee, das sind feindliche Orks. Ich meine, die hier oben stehen. Die bei mir uns stehen. Unten, ja. Die kämpfen dagegen feindliche Orks gerade. Nein, Lutz ist tot. Okay, Goliath, wir brauchen dich in der Mitte gegen Gondor. Oder erober weiter, mach Druck auf der rechten Seite, das ist auch gut. Bau gleich einen Trollkäfig. Ich komm mit dir, mit meinen Ballisten. Oh, unten bricht Mordor gleich durch. Kann da nicht mehr lange aufhalten. Ja, ich komme, ich helfe dir. Ich habe vorhin voll vergessen, dass er auch mal noch einen Trollkäfig bauen sollte. Ziemlich doof von mir. Oh, diese Drecksviecher. Da ist ja niemand. Erobert. Ach so, ach die, ja, dann hast du Bogenschützen da? Wenn nicht, dann hau ab. Dann komm in die Mitte. Fuck, der hat da so viele Gondor. Ja, die Zwerge wollen die ganze Zeit durchbrechen. Das war ja, bau da einen Turm hin. Ja, Turm hinbauen, unbedingt Turm und auch diesen, diese Schmiede Eregions auf Dings umstellen, gell? Ja, auf Schaden und Dingsbums. Ja, und oben gut gemacht, Simon. Gut erobert da oben. Ist wichtig. Ja, auch gut. Sehr gut, sehr gut. Schön. Dann komme ich mal mit meinen Truppen in die Mitte. Du brauchst da. Ja, okay. Geht. Ja, ein bisschen Truppen würde ich da lassen, gell? Ja, das Problem ist, dass Gondor so langsam durchbricht, ne? Ja, ich kann das nicht mehr halten. Bau mal da die Türme aus. Die Türme sind schon da, schon gemacht. Der hat da also keine Belagerungswaffen, deshalb sollte das erstmal okay sein. Der hat halt schon eine geupgradete Kacke, ne? Ja, wer ist denn der Gondor-Spieler eigentlich? Wer ist nicht Timo? Scheint. Nee, Maledie, der hat sich nach vorne. Ach nee. Nekromant. Nicht schlecht. Fuck, oben kommen jetzt auch schon Truppen. Wie machen die das eigentlich? Das ist, ey, das sind Hergerufte, ne? Das ist irgendwas komisches. Das sind nicht normale Einheiten. Ja, das ist wahrscheinlich irgendein Special. Bei mir kommen jetzt gleich Ostlinge. Ja, wir haben auf jeden Fall den in der Mitte besiegt. Das heißt, wir können jetzt wieder uns auf die anderen konzentrieren. Und Gondor wird auch gerade zurückgedrängt. Aber oben im Norden. Ja, ich gehe da helfen. Ich gehe ein bisschen. Ja, es wäre halt wichtig, wenn wir oben und unten mal die Dinger erobern würden. Wisst ihr? Das wäre halt echt wichtig. Oder in der Mitte mal dieses Ding erobern würden. Ja. Zerstören würden. Alles schon kaputt. Oh, mein Nazgul kann sich jetzt hier gleich um Bogenschützen kümmern. Genau, geh da rein. Geh da rein, Janik. Mach am besten mit Angriff-Taste. Mit A und dann reinschicken. Dann greifen die nicht nur einen an, sondern... Die Orks von der Balliste ab. Mit A und dann rein, oder was? Ja. Genau. Dann greifen die nicht nur eine Einheit an, sondern einfach jeden, den sie gerade sehen. Ja, bis zu dem Weg halt. Genau. Ab dann greifen sie halt an. Ich muss kurz meinen Nazgul mal rausschicken, der verreckt gleich. Die sind echt scheiße, die Nazgul. Ja, wenn die halt auf nicht gut sind, dann klar. Ey, schick deine Haradrim rein. Nach links. Ja. Oh ja, die stehen da oben. Danke. Oh. So. Du kannst jetzt gleich auch die nächsten. Zwerge kommen. Mit Tempo, ja. Das sind Tempo-Dinger. Perfekt. Besiegt. Wow, wie macht der das? Wie kam der da so schnell rein? Tempo Boost, Zwerge. Krass.
ich komme mal von oben, ein paar upgraden Einheiten. Ey, du musst doch nicht die... Achso, das ist ein Waffenmeister. Ich denke, Flächenschaden ist gar nicht schlecht beim Troll, oder? Gerade. Okay, Mordor Katapulte. Ja, haben sie schon die ganze Zeit, ja. Aber immerhin, wir haben das Ding zerstört da, in der Mitte. Jetzt schickt deine Orks immer wieder rein, Yannick. Ja. Nieder mit ihnen! Zerschmettert sie! Ja. Also so viele habe ich da gerade gar nicht. Ja, jede Einheit schläft halt. Ach, die. Wir müssen uns wieder zurückziehen, Leute. Wir müssen uns zurückziehen. Wir können das nicht halten. Ja, warte, ich komme gerade mit meinen abgefällten Truppen vielleicht. Die haben halt wahrscheinlich viel schneller die an den Seiten erobert und haben halt einfach jetzt gerade den absoluten Ressourcenvorteil. Das heißt, wir müssen das über... Wo hast du denn abgegradete Einheiten? Wo sind die denn? Teilweise dann, hinten noch. Dann lasst die erstmal ein bisschen hinten, weiter hinten stehen. Ah, okay, der Vorposten unten gehört euch auch noch. Ja, das ist wichtig. Versucht da oben mal... Mehr. Was, unten doch? Ich meine, doch, der Vorposten schon. Oder es sind Trolle auch schon. Mordor hat auch Trolle unterwegs schon. Pass auf die Tempel-Dinger, ne? Fuck. Scheiße, ich sollte Wagreiter bauen, ne? Ach, kann ich jetzt nicht mehr. Wir haben keine Kaff. Hat einer von euch auf euren Vorposten Kaff gebaut? Nee, ne? Lass mal einen Troll in Ruhe. Ah, der hat ja wahrscheinlich oben so einen heftigen Upgrade, Ja, die greifen unter den Vorposten jetzt an. Unten? Ja. Naja, versuch's irgendwie. Ich gehe hin, meinen 1 Million Bogenschützen. Heilen sich eigentlich Trolle auch wieder? Weiß es gar nicht. Was ist da eigentlich? Du hast den jetzt aber gerade ins Suicide geworfen, ne? Wo kriegst du den da noch raus? Ja, vielleicht. Ah ne, da sind zwei hinterher. Ja. Keine Chance, der stirbt. Boah, diese scheiß Türme sind des Todes-OP. Ja. Also, stimmt. Die killen meine Einheiten auch instant, ne? Fast. Naja. Oh Mann, warum wurden keine Trolle mehr, Orks mehr rekrutiert gerade? Spannt eure Bögen! Oh, zieht er. Ich mal zurück. Boah, was für eine spannende Sache hier. Ja, das war wichtig. Wir können es halten. Gut, okay, wunderbar. Ja, denkt mal dran, ihr zwei Elben, dass ihr auch solche Brunnen baut da. Damit eure. Ja, wäre geil, wenn ich jetzt an der Stelle ein guter wäre, aber naja. Habt ihr eigentlich zufälligerweise, oder Sven, hast du jetzt eigentlich auch schon Dings. Wie heißt noch gleich? Hast du auch schon verbesserte Rüstung und so? Ich hab das Wichtigste, ne? Also Schaden und Schaden. Ja. Gulia denkt dran, dass du den einen doppelt upgraden kannst, also zweimal, ne? Okay, ich warte jetzt erstmal, bis ich. Oh ja, das ist wichtig, gell, Goliator. Goliator, hast du das gehört? Ja, ich verbessere erstmal die ersten Schwerter von allen. Ja, das ist gut. Und auf jeden Fall ein paar eurer geilen Bogenschützen, ne? Die brauchen wir halt echt. Vor allem gegen den Zwerg dann später. Okay, scheint so, als würden sie wieder. Ja, sie greifen wieder an. Ja, lasst sie kommen, das ist gut. Das ist, passt uns mehr rein, glaube ich. Ich kann mit meinem Nazgul hinten gleich das Katapult ausschalten. Das ist gut. Ja, aber ein paar mehr vielleicht. Nazgul oder was? Ja. Ja, ich brauche gerade die Goldspitzenpfeile. Ich kann ja auch noch Sharuk rekrutieren, das ist ja auch der Anführer der Dingsbums, der. Wir können ein bisschen vorrücken, würde ich sagen. Yannick, lass mal so einen kleinen Vorstoß machen, Björn. Okay. Und dann das, warte, wer ist nochmal der obere? Simon. Ah, die haben oben den. Ne, haben sie nicht.
Ja, dass du dann den Gondor von hinten reinfällst. Gehört eigentlich den unten auch so ein Teil schon? Wahrscheinlich. Also der, der kleine Vorposten, der war noch nicht besetzt, weil die den Drachen nicht gekillt haben. Ah, die ja, haben. Genau. Soll ich lass hier unten? Lass den Gondor killen, Janik. Ja, okay. Aber ich glaube, da steht. Oh ne, da steht richtig viel Mordor. Das ist ein Hinterhalt. Raus da wieder. Nein, nein, keine wir gehen da rein, wir gehen da rein, wir gehen da rein. Bist sicher? Ja. Okay, ja, Mordor kann ich erledigen, glaub. Ja, eben, du hast die Trolle. Ja, jetzt das Katapult erledige ich jetzt. Oh, die haben auch Trolle. Sehr schön, sehr schön. Guter Zauber. Jetzt rein, genau. Jawohl, das geht doch. Komm, das müssen wir hinkriegen. Ich liebe diesen Zauber einfach. Ja. Seht ihr irgendwie einen Helden von denen? Ach, da ist ein. Da ist ein Troll, der auf und zu läuft. Ja. Warte, ich kümmere mich drum. Oh, diese Assis. Die haben Spinne bei uns in den Hintern rein. Hat jemand Lanzen oder so? Nein, nee. Oh, fuck, mein Nasgul ist gerade verreckt. Ja, die Zwerge greifen mich unten an. Macht euch bereit! Kommt schon! Aber in der Mitte sieht es gerade gar nicht so schlecht aus. Aber du kannst Zeit, ne? Deine Einheiten sind da, ne? Wer? Ja. Unten Goliator wird angegriffen. Mhm. Ansonsten, wenn wir jetzt Einheiten bauen, würde ich sagen zurückbleiben, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das war keine. Wir können weiter vorrücken, wir pushen durch. Nee, das sind alles Mordor-Orks da noch, gell, wie Zau. Ah, auch noch. Ja, ja, aber wir haben die Gondor-Armee gekillt. Gib mal die fucking Spinne. Und da ist Sauron. Nee, da ist Gandalf. Oh, toll. Die Berge sind besiegt. Ja, versuch mal, ob du vorstoßen kannst und das Ding erobern kannst. Bau mal irgendwie auch Belagerungsgeräte. Ob du vielleicht vorstoßen, wenn du vorstoßen kannst, wäre das natürlich perfekt, gell? Müsste da nicht noch zwei von meinen stehen irgendwo? Nee, ne? Die hab ich weggeschickt. Nee, die hast du mal hochgezogen, die sind zerstört worden. Dann komm entweder uns zur Hilfe oder rück vor. Aber deine Armee jetzt. Ja, rück vor, versuch vorzurücken. Vorrücken. Kurz, okay, ich komm, ich greif mal. Alter, die Einheiten oben sind ja mega OP. Wer ist das oben? Irgendein. Also ich habe jetzt einen Mumakil für den nächsten Angriff. Das ist Mordor. Oh, haben die. Mega heftig. Oh ja, deswegen bräuchte ich eigentlich auch mal so einen Vorposten, wenn es irgendwie möglich wäre, gell? Weil die sind echt richtig gut. Wer ist denn der grüne Elb? Ach so, Simon, du, gell? Ja, ich kontrolliere die Mitte. Wenn die. Ja! Ja. Ja, ich weiß, ich meinte, das ist eine gute Idee, wenn ich den erober. Eigentlich erstmal nicht. Nee, gell. Ich geh jetzt oben helfen. Versucht lieber mal zu zerstören, was es zu zerstören gibt da unten. Und, oder sollen wir mal die Rohstoffdinger erobern? Das lohnt sich vielleicht. Ja, das könnten wir auf kurzzeitig machen. Ich nehme mal den einen hier unten. Ja, ich brauche aber unbedingt Hilfe oben. Ja, ist schon unterwegs, eine kleine, kleine Armee. What the fuck, was hat der da für einen Soldaten? Ja, mach da keine Pfeile drauf, sowas ist nutzlos. Das war ich nicht, das war er. Ach so, echt. Ich bräuchte mal da oben Unterstützung, also. Ja, wie gesagt, die Armee ist doch da. Nein, nein, bei Gondor meine ich. Oder soll ich mich da zurückziehen? Bei Gondor? Was ist Gondor? Ach da, da haben wir doch, die haben wir doch besiegt. Dachten wir zumindest, ne? Ja, eigentlich schon. Janik, lass mal hier die Vorposten halten. Also den, meinen kleinen hier da vorne. Versuchen. Wo, unten meinst du? Ja, ja. Ich habe oben auch einen gebaut. Wir brauchen ein paar Speerträger. Wer kann ein paar gute Speerträger bauen? Brauch ich gerade schon. Hier, ich Sven, ne? oben rechts, okay? Hier ja. In der Mitte oben rechts, da hat Gondor einen Bauernhof, den man mal zerstören müsste, wenn es irgendwie okay. Möglich ist. Kann ich jetzt aber so ohne weiteres nicht hin. Okay, mit der Balliste meine ich oder so. Ist das ja, von uns was? Ja, das sind meine Ding. Okay, war das schlau? Ich weiß nicht. Ich muss meine Einheiten heilen. Okay, oben ist befreit. Ich gehe mal gucken, was der da noch so hat. Ich habe jetzt in der Mitte Karte was erobert. Oh, das ist gut. Aber mit Dings ausbauen, wenn es geht, gell? Mit, Dann geht das ja. Wieder
Da oben ist... Da sind Wiederkämpfer, ich kill die. Ich komm außen rum, okay? Ich lauf mit meiner Armee oben rum, Sven. Hey, lass hier unten... Komm hier mit rein. Ja, aber dann schießt er uns die Leute weg mit seinen... Katapulten und so. Es sind noch keine Katapulte. Doch, unten meine ich. Okay, also unten gibt's wieder eine große Offensive von denen. Ich versuche mal unten vorzurücken. Kid! Gandalf, der steht in unseren Reihen. Braucht ihr Hilfe? Ja. Fuck, mein Olifant wird's wahrscheinlich nicht mal bis zur Front schaffen hier. Wenn alles schlecht läuft. Wer hat das Licht gerade reingemacht? Ihr? Jemand von euch? Nee. Ja. Scheiße. Wenn dann ihr. Nein, mein Olifant ist tot. Gandalf stirbt sofort! Lutz, hau ihn weg! Jawohl, er ist weg! Gandalf ist weg, das sind 3000 weg! Nice! Braucht ihr immer noch Hilfe? Ja! Okay, da kommt was von unten. Ich hoffe doch. Einfach mit Angriffsding rein. Ich schwöre mal, Wagreiter hinten, Wagbogenschützen aus Isengard. Ja, dann mach mal oben mit dem Zug, wenn's geht. Und ich weiß, wie sich da das. Ja, ich hab die Einheit da schon verloren, ich war da unaufsichtlich. Okay. So, ich habe jetzt bald 10er-Fähigkeiten. Nice. Hier, Yannick, da stehen noch ein paar Mordor-Einheiten bei deinem Vorposten, die kannst du noch... Ja, die habe ich da oben gehabt, weil ich gedacht habe, ich versuche das Ding da mal zu schützen. Sollen wir nicht mal in der Mitte versuchen, das Ding zu erobern können irgendwie? Können wir nicht, guck dir das an, ey. Ja, das sind doch voll viele von uns jetzt mittlerweile, oder? Wem sein Ding ist das eigentlich da unten? Gehört es uns, dieser komische Wald da? Ja, glaub schon, gell? Ja, brauchte ich eben kurz, weil die mit Katapulten auf mich geschossen haben, meine Einheit. Ah, Ballisten, gute Idee. Komm, jetzt bald meine. Ich hätte eine 10er-Fähigkeit, was wollt ihr eher? Da ist der Ring! Wo? Oh, ja, sollte. Sauron, oder? Sauron. Ja. Ich hol Sauron. Hast du genug Geld? Sollen wir dich schicken? Ja, ich hab den schon. Er muss nur runterlaufen. Dann schick deine Drolle rein. Oh, die sind gerade unbesiegbar, die Zwerge. Ja, ich hab's gemerkt. Jo, dem deine scheiß Schwertkämpfe, die da rekrutiert, sind besser als meine abgegradeten, ne? Jetzt sind sie nicht mehr unbesiegbar. Und meine Trolle verrecken viel zu schnell gegen die Turmwachen und so. Ja, aber jetzt nur Zwerge. Sauron ist auf dem Weg. Es wird reichen, ja, es reicht. Ich muss langsam mal Stufe 5 Kacke machen. Nächste Stufe. Aber ich bin halt die ganze Zeit am Einheiten raushauen. Ja. Sind das irgendwas beschwört da? Ist von denen. Dieser Riesending. Erober das, Simon, einfach. Ah, nee, fuck, da kommen die ja immer wieder, ne? Ja, würde ich machen, aber ich habe gerade keinen, Zurückziehen von da, würde ich sagen, erstmal. Ah, nee, du bist da voll drin. Ja. Nee, wir können es schon probieren. Doch, das klappt, wir können uns halt wieder hoch, ne? Also, Sauron ist auf dem Weg, ja? Ja. Ja, das reicht noch. Siehst du, wo er ist? Ich denke, das reicht, oder, von der Zeit, bis der Ring weg ist. Ich hoffe doch. Na, ich auch. Wieso ziehst du dich zurück, Imladris? Ja, cool, ja. Das war... Nee, wir haben ja da gesagt, dann doch nicht. Wir wollen ja versuchen, die Mitte zu erobern. Dachte erstmal, dass wir es nicht halten können, aber sieht doch ganz gut aus. Ich versuch mal was. Hast du unten eigentlich, Sven, da auch Turmeier hast, ja, oder? Bogen. Sauron hat den Ring. Ist drinne. Sauron hat den Ring. Fuck you. Sauron hat den Ring, Leute! Yay! Hooray! Ich bilde mal Reiterdaten aus. Aber Sauron, ich muss den jetzt unbedingt mal leveln, okay? Meinen guten Sauron hier. Das heißt, Du musst diese Fähigkeiten an der Seite machen. Ja, ich weiß schon. Oh Gott, schon was da für Zwergen. Ist egal, hauen die weg, wir sind in der Überzahl, voll drauf.
Ich hab einen Level 9 Lutz, Junge, er fickt jeden Held. zwei Ballisten sind auch unterwegs. Ich kann mich wieder an. Gandalf ist auch wieder da. Oh, da ist wieder ein Ziel. Also, ich versuche jetzt mal noch ein paar Nazgûl zu bauen, um Dings zu leveln, okay? Meinen guten Sauron da. Ja? Ja. Denkt dran, dass Gondor bald aber auch die Armee der Toten hat. Die verwasten gerade ihr Licht, ne? Echt? Ja, die haben nicht angegriffen, als es gerade da war. So. Ja, doch, oben hat er mich ein bisschen gestunt, aber auch nicht lange. Ich habe jetzt übrigens auch Dunkelheit, aber ich hole jetzt erstmal Kankra. Wie gut sind Hüter aus Midlund? Ich kümmere mich um Gandalf. Welche Stufe ist der? 5. Das geht ja sogar noch. Ah, Junge, Junge, Junge. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Soll ich die Adler mal einsetzen? Wenn dann für die Gondor-Armee oben, oder? Wieso kriegen die... Achso, die haben mehr Hill, die haben... Oh, die haben Theoden. Die haben Unbesiegbarkeit und ich krieg riesige Verluste. Lutz, lauf! Oh Gott! Nein! Lutz ist gefallen für die 760. Fuck, die haben dort Theoden, der Geld gibt. Ui. Hm. Muss der mal sterben? Wo ist Theoden? Ja, der steht halt hinten in den Reihen. Okay. Haben halt super viele Helden, der Gondor-Spieler ist richtig stark. Ja, der hat sich wahrscheinlich gerade ein bisschen aufgespart. Ich lass mal regnen, ne? Ja. Ja, ich hab oben das Lager zerstört von dem einen. Oh, ja, sehr gut, Simon, das machst du gut, das ist wichtig, dass wir das oben perfekt vorankommen. Nimm das auch, ja. Okay, den Turm, den Lindorf-Wachturm, ich weiß nicht. Ja, ja, okay, für den Posten ist es, ja, okay. Zum Sichern halt einfach, damit da irgendwas steht, ja. Du musst Sauron mal ein bisschen rausziehen, der ist relativ verletzt schon. Wenn du kannst, bring den nach hinten, ne, zu... Zum... Für einen, Fuck, der ist tot! Alter, wie schnell ist der gestorben? Fuck, die haben den Ring, die haben den Ring, die haben den Ring, tötet ihn! Wer ist es? Oh nein, es ist, Thorin. Oh nein. Scheiße. Meine Einheiten sterben gerade, wie die fliegen. Aber ich greife rum jetzt mal richtig an. Neue Sammeln hinten vielleicht? Ich weiß nicht, sieht gerade nicht so stabil aus. Ja, versucht Ding zu töten. Sauron lebt noch. Vorbei. Der ist direkt nach hinten gelaufen. Aber ich weiß gar nicht, warum der gerade so schnell gestorben ist bei mir. Ja, der ist. Kollege, ich finde da den auch gar nicht so stark, muss ich echt zugeben. Ich bräuchte mal einen fucking Vorposten. Ich würde den gerne in der Mitte haben. Scheiße, das war nicht gut. Das nee, wir können weiter vorrücken. Ich würde sagen, wir können. Ja, wir können weiter vorrücken. Wir bleiben dran. Könnt ihr Licht machen, wenn's ist? Also, wenn wir brauchen. Ne? Ja, es konnte für den ihr Licht dann halt, ja. Yannick, geh mal mit deiner Armee nach links. Die bauen wieder auf. Hol mal Kankra. Yannick, schick mal deine Armee dahin. Ja, bin dabei. Oh, die haben da so eine komische Zwergenfestung. Ja, deshalb ja. Ach, die auch noch. Oh Gott. Oh, jetzt kommt. Oh fuck. Ich hab keine Ballisten gerade da. Nicht gut. Du hast noch einen Troll hinten stehen, Yannick. Ja. Oh scheiße, Nazgûl. Oh Mann. Was du da, glaub ich, machst es gerade. Weiß nicht so, ob das so gut ist. Das eine sind nur Ding. Ja, okay, stimmt. Fuck, Kankra ist auch tot. Fuck, ich bräuchte auch mal wieder Loot. Die Helden machen es halt fertig, ne? Ja, ich meine, meine Helden verrecken die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Meine sind auch verreckt. Die scheiß Festung muss verrecken von denen. Ich habe keine Einheiten da mehr. Gar oh Mann, ich habe jetzt in der Mitte die Festung erobert. Wir hätten sie erobern müssen und überall Türme bauen sollen eigentlich. Das war ein Fehler. Ja, wahrscheinlich. Wie sieht's aus, Simon? Kannst du den Druck erhöhen auf die oben? Ja, würde ich schon sagen, weil das nur ein Mordor-Spieler ist und der hat gegen... Okay, das ist gut. Dann versucht er mal. Ziehen wir uns mal. Wir müssen uns zurückziehen, Leute. Das Weitläufer-Ding ist scheiße. Wir müssen uns zurückziehen. Ja.
Ich habe kein Geld für das andere. Oh ja, jetzt haben wir es aber richtig verkackt gerade, gell? Ja. Das müssen wir verteidigen. Bau gleich Türme aus und alles da, was du machen kannst. Ja. Was ich machen kann, ist halt von der Distanz jetzt die Festung zerstören. Ja, das ist wichtig, beides. Wir sind viel zu lange da geblieben. Wir hätten uns ja, gleich zurückziehen müssen. Früher zurück und auf Ballisten warten müssen. Ja. Kommt jetzt halt. Jetzt kommt halt ein Mordor an, ne? Ich baue eine neue Armee auf. Ja. Ich kann gerade ganz schnell ein paar Truppen holen, gell? Ich habe gerade diese Fähigkeit da, Ruf der Horde. Kann ich mal reinmachen. Theoretisch, oder? Soll ich mal? Schon, oder? Oder brauchen wir. Dass sie jetzt schneller produziert werden, ja. Ja. Ja, mach ich das gleich mal. Kann man mit den Adlern Nee, ich weiß nicht. Willst du auf die Mordor-Einheiten gehen, auf die Gondor-Einheiten gehen oder was? Also ich könnte Licht aktivieren, wenn es ist, ne? Immer noch. Warum ist eigentlich der scheiß Sauron vorhin so schnell gestorben? Okay, jetzt ist die scheiß Festung zerstört, gut. Ja. Ah, okay. Okay, jetzt seht ihr gerade die Flut an Orks, die da kommt. Oh, was? Okay, das ist nice. Das brauchen wir jetzt echt. Wir bräuchten auf jeden Fall ein paar Bogenschützen von euch jetzt auch bald in der Mitte zur Verstärkung dann, ne? Ja, ich brauche gerade. Ja, ich hab. Wie will Bogenschützen? Ich brauche halt oben noch. Oh, nicht angreifen. Also vor allem. Sven, nicht angreifen mit deinen Bogenschützen unten. Oh, sorry, sorry. Armbrustschützen. Alter, oh, die haben echt einiges an Einheiten da. Ich konnte wenigstens noch einen Turm dafür zerstören. Wenn die jetzt hier nach oben kommen, dann ist das für uns sogar besser. Also oben wird halt gerade... Gandalf, King. Gandalf ist da. Oh ja. Geh auf Gandalf. Und Aragorn und Boromir und alle Helden, gell? Ah, der zieht sie zurück. Ja, zieht okay, sie zurück. Wo kommt die zu mir? Wir müssen auch mal Helden rekrutieren, Leute, unbedingt, gell? Ja, ich hatte die ganze Zeit nur Lutz. Ich glaube auch, Saruman würde uns... Ihr könnt doch... welchen Helden könnt ihr bauen? Ach nee, ihr könnt nicht... Nein, euer Ringheld ist nur... Lore irgendwas, ne? Lore Fiddle. Ja, der ist scheiße, okay. Ja, was mit Saruman ist der besser als... Elrond. Und wenn du mit Elrond kannst du die gesamte Gemeinschaft rufen, also mit allen Helden. Weil das zählt dann als eine Einheit. Ja, das ist nicht so gut, fand ich. Was? Das ist richtig heftig, weil du von jedem Held mehr oder weniger die beste Fähigkeit hast. Ja, okay, gut, ja. So, ich mach oben nochmal einen Anpush, okay? Um da ein bisschen abzulenken. Ich würde mal gerne weiter nach rechts gehen. Puh. Ja, echt mal gespannt. Oh Gott, oben, richtiger Push oben, Achtung. Ja, ich merk's gerade. Adler? Holy fuck. Ja. Kann ich ein bisschen auch unterstützen? Ich könnte Wagbogenschützen holen. Alter, schön. Ich mach Licht, ne? Was? Da oben auf jeden Fall mal Speerträger. Ja, wie sieht's eigentlich unten aus? Die Elben könnten unten noch mal pushen, oder? Ich meine, unten... Hatte ich jetzt auch vor. Ja, aber du brauchst da unbedingt Belagerungsgeräte, also schon funktioniert das nicht. Halt. Ich kann halt von der Distanz aus, von hier hinten, kann ich deren Festung zerstören. Oh, Alter, guck mal die Mordor-Katapulte an. Ja, was mit denen? Wie viele da sind. Oh, fuck. Soll ich vorpushen? Ich weiß es nicht. Es ist... Ich warte, ich mach was. Ich probiere was. Ach, das wird. Da. Können wir es da oben verteidigen eigentlich? Nee. Muss ich langsam nicht. Zurückziehen, weil der halt einfach. Wer braucht jemand gerade Geld? Geht gerade. Ja, also ich hab. Saruman sonst bauen. Ja, das hört sich doch gut an. Machen wir das so.
dann hole ich jetzt mir den hier schon mal, weil ich habe gerade keine Kommandopunkte mehr. Und dann gebe ich dir kurz Geld, okay? Ja, dann greif mal bitte an unten, damit ihr halt wieder Kommandopunkte überhaupt bekommt. Wie sollen wir denn, siehst du den Block da unten? Ja, der wird nicht besser davon, wenn ihr nicht angreift. Ohne, ja, ich habe halt kein Geld für Einheit. Ja. Ja, genau, dann schickt Gondel dir halt einfach, Ding, Ich erober gerade unten im Vorthross. Ich hab keine Katapulte mehr, der hat mir alle weggeschossen. Vorposten eroberst du. Oh, sehr gut, das ist gut. Und dann gleich ausbauen, okay, und versuchen zu verteidigen. Haben wir schon los. Verteidigung. Ja, sehr gut. Oben, wenn die eh die ganze Zeit oben sind, wir greifen an. Yannick, wir greifen an. Ja. Also langsam wird's echt. Das Problem wird halt Thorin sein, ne, mit dem verschissenen Ring, gell? Ja. Ist gerade gar nicht so schlecht, weil deine Türme helfen uns gerade auch voll, gell? Irgendwo wurde gerade eine Armee der Toten beschworen, wenn ich oder? Oh ja, bei uns unten! Ich bin oben einfach rüber ran. Ich kann nicht bei uns unten? Ja. Die steht hinten. Jetzt hoch, ne? Ja, Rückzug. Zieh dich zurück. Zieh dich so weit zurück, wie geht. Ich muss halt bleiben, weil, ne, hier ist meine Festung und so. Ja, der Tromlo-Troll läuft auch in die falsche Richtung, echt. So ein Depp. Der hat Zwerge gebaut, die extra auf Gebäude zerstören getrimmt sind und hat versucht, meinen Turm zu zerstören. Ich brauch unbedingt Hilfe oben. Ja, wir haben gerade die Armee des Toten hier, also. Ich hab leider noch gar keine Zehnerfähigkeit zugeben. Gar keine? Ich bin jetzt fast fertig. Okay, die sind gleich weg. Armee der Toten ist gleich weg. Ey, fällt mir gerade ein, hat gerade jemand. Ja, dann komm wieder zurück, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Komm wieder. Ja, ich komme. Ich bin überrannt. Du musst die Katapulte zerstören, sonst bin ich weg. Ja. Oh. Da ist halt Thorin in den Reihen, ne? Naja. Der hat alles weggefickt. Oh, ich hab Kavallerie. Kann jetzt nur die Armee Isengards beschwören. Das ist ja auch immerhin Fuck. Etwas. Ich glaube, Thorin ist tot, der Ring liegt da. Oder? Nee. Nein, er leuchtet einfach nur so. Scheiße, ich kann meine Fähigkeiten nicht benutzen. Also ihr müsst mir jetzt helfen, sonst bin ich tot, ne? Ja, ich kann grad... alles hin, was ich habe. Ja. Du hättest schon, glaube ich, viel früher herkommen müssen. Und nicht da weiter am Obern. Weil wenn die nehme ich halt jetzt aus. Ich wollte gerade die. Jetzt sind die unverwundbar, geh nicht rein. Naja. Nee. Ziemlich schon zurück. Ja, aber die Orks sind unverwundbar. Die kriegen halt durch die fucking Helden halt arsch viel Kohle. Das ist halt. Die bewirtschaften sich halt alle selber. Naja, gerade Orks lohnen sich ja nach einem Schlag schon. Ja, das war's. Wir sind raus. Ja, wir haben halt einfach nicht die Masse da jetzt. Nein, also wenn jetzt Goliator kommt, dann können wir es vielleicht noch schaffen, aber er muss halt jetzt rennen. Wenn ich meine Festung aufbaue, dann wäre es ja vielleicht okay. Ich habe noch 1800, ich könnte es also rein theoretisch machen, aber wenn ich das jetzt mache, sind wir halt down. Yannick, schieb auch deine Haratrim noch rein. Wo stehen die? Da unten. Dass deine sind, ja. Da ist ein Held, kill den Held einfach. Ah, gute Idee. Ja, ich sehe es, ja. Alter, ich kann nicht. Das ist unser Wasser, ne? Ihr müsst mal sagen, wenn ihr Fähigkeiten benutzt, bitte. Ich hätte unser Wasser. Gleich, wenn's ist. Ist das dein Troll eigentlich noch, Yannick? Ja. Ja. Hey, solange Tori nicht tot ist, kann ich meine Festung nicht bauen und der ist halt da. Ich hätte noch eine. Ich hab grad einen Helden erledigt. Ja, mach weiter, da sind noch ein paar. Nein, das war doch jetzt übel. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Ah, das war echt unnötig. Was denn? Ja, die Pferde da gerade. Okay, ich hab Standbild, ne? Achso. Ah, ich auch. Mein Schloss, damit ihr ja sich. Oh. Abgestürzt. Abgestürzt.
Schade. Nein. Ah, schade. Komplett weg, oder? Ja, komplett weg. Ja, die sind auch nur noch zu dritt, oder was? Nee. Ich bin raus. Hä? Achso, ich stehe da nicht drin, weil ich nicht mehr... Du bist ja auch rausgeflogen, oder was? Nee, ich bin, glaube ich, stehe nicht mehr drin, weil ich kein Fett mehr hab. Echt? Okay. Ja. Raushauen, oder was schon wir jetzt mit dem? Ja, klar. Ja, also gut, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, es war ein grandioses Gefecht. Leider haben wir verloren. Das muss man so sagen, wie es ist. Aber es war auf jeden Fall echt eine spannende Sache und ich denke, wir haben einige Fehler gemacht in dem Spiel, die wir das nächste Mal wieder besser machen. Und vielleicht war auch ein bisschen die Fraktionwahl oder die Fraktion bei uns ein bisschen ein Problem, muss man so sagen. Man hätte wahrscheinlich durchaus kombiniert angreifen müssen, ne? Immer mit Imlatris zusammen mit einem von uns beiden und wir hätten dann gar nicht auf Upgrades gehen müssen, sondern nur die und wir voll auf Masse und dann hätten wir es wahrscheinlich geschafft. Ja. Vor allem, dass ich halt keinen Vorposten bauen konnte, war halt auch ziemlich nachtragend, also... Ja, das stimmt, ja. Ja, gut. Wir hätten das wahrscheinlich besser aufteilen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, nächstes Mal vielleicht. Ja, nächstes Mal dann. Ja, können wir aufgeben. Also, dann vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt, hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.